Revolution oder revolutionäre Reformen? Wohin bewegt sich Fridays for Future? Wo soll der Weg lang gehen, liebe Greta? Erst einmal, wir haben ja hier Meinungsumfragen gemacht, quasi in Talks, wo die jungen Leute die Gelegenheit hatten, Fridays for Future Teilnehmer, Parents for Future Teilnehmer, aber auch Wähler, normale Bürger, die Möglichkeit hatten, den Lösungsansatz der Scientists for Future 2 mit 900 Milliarden fürs Klima, Kohlestopp 26 und so weiter kennenzulernen. Ja, und ich klicke mal ein bisschen durch. Also die jungen Leute wollten die gewaltsame Revolution nicht unbedingt. Nur 10% aller Befragten oder aller, mit denen ein Gespräch geführt wurde, wollten die Revolution. Also hier zum Beispiel hier der junge Mann, das sind jetzt die anderen Briefe, die jungen Leute hier. Weiter geht's hier. Student der Uni Köln, auch kein Revolutionsbefürworter. Die jungen Leute aus Bornheim, die Schüler. Dann der junge Mann, der oft das auch im Zentrum der Fridays for Future Bewegung sichtbar war. Die junge Mutter, Ärztin. Der ganz Kleine mit seinem Vater, der Junge ist natürlich noch nicht so auf der Höhe, das alles zu erfassen. Der junge Mann, auch sehr aufgeschlossen für vernünftige Lösungen und so weiter. Also das heißt, Sie können hier 190 Videos mit ca. 300 Gesprächspartnern durchklicken und Sie finden nur 10% Revolutionsbefürworter unter den Fridays for Future Teilnehmern. Ich gehe jetzt mal hier hin, ich mache das mal zu hier und gehe jetzt mal, also erstmal gehen wir mal auf die Homepage. Wir googeln also wieder wie üblich. Googeln heißt heutzutage markieren, rechte Maustaste, Google nach. Scientists for Future 2 und auf geht's mit auf die Homepage und schon sind wir da. Klicken auf Sammlung wichtiger Links. Liebe Greta, 900 Milliarden fürs Klima. Sammlung wichtiger Links und sind eben jetzt hier. Eben waren wir gerade da gewesen, Talks aus Internet. Da habt ihr, haben sie also 195 Videos ungefähr. Dann hier finden Sie allerdings zum Beispiel einige von den 10%, die sozusagen jetzt sagen würden, okay, also eher Revolution, also ruhig die gewaltsame Revolution. Lieber die gewaltsame Revolution als hier an der Uni Köln. Ja, zumachen. Ja, das bedeutet also jetzt, die Mehrzahl der Menschen rund um Fridays for Future, der Teilnehmer, der Demonstrationsteilnehmer, befürwortet also keine gewaltsame Revolution. Aber warum nimmt man dann das 900 Milliarden Angebot und die sanften Zwischenschritte, die revolutionären Reformen, die sanften Zwischenschritte hin
sozusagen der idealen Gesellschaft nicht an, vielleicht doch, weil irgendwelche Träumer von einer gewaltsamen Revolution vielleicht das Ganze vielleicht doch benutzen wollen und hinlenken wollen und es irgendwie möglich machen wollen, dass tatsächlich eine gewaltsame Revolution zustande kommt. Und da stören dann natürlich 900 Milliarden fürs Klima, ein friedlicher Umbau der Gesellschaft, eine Beendigung des Kapitalismus, stört dann natürlich. Also die Scientists for Future 2 in der Summe all der Erkenntnisse der letzten 1000 Jahre der Naturwissenschaft sagt ganz klar, mit größter Wahrscheinlichkeit stammen wir Menschen aus einer urmatriarchalen, urkommunistischen Gesellschaftsform, Lebensform, einer Clan-Lebensform, einer Gruppenlebensform, urmatriarchaler Charakteristik sozusagen, sehr liebevoll, sehr sanft, pazifistisch, mit liebevollen Beziehungen und sanften Beziehungen zu den Nachbargruppen, ohne Kriege und so weiter. Dahin können wir dann auch wieder zurück, denn wenn unser Genbestand dafür geeignet ist, dann können wir auch die Episode des Kapitalismus und der präkapitalistischen Wirtschaftsweisen sozusagen jetzt wieder hinter und jetzt postkapitalistischen sozusagen oder wir haben ja im Moment die Hochblüte des Kapitalismus, das können wir alles hinter uns lassen und können wieder zu einer friedlichen, glücklichen, gesunden Menschheit und einer ähnlichen Lebensform wie im Urkommunismus sozusagen wieder zurückkehren. Zumindest wird sich dann, auch wenn es vielleicht am Ende, wenn Gegner jetzt sagen würden, nein, der Mensch hat nicht den Genbestand für diesen Urkommunismus und so weiter, nein. Na gut, dann wird sich halt das herauskristallisieren, was der Genbestand des Menschen fordert und was ihm die größtmöglichste Glücksmenge bringt. Und das ist dann auch okay. Also niemand will der Menschheit also sozusagen einen Urkommunismus aufdrängen, sondern man will nur die Bedingungen schaffen, in denen sich die Gene wieder bestimmend durchsetzen dürfen. Denn im Kapitalismus war das Unglück der Menschen, die Zerstörung ihres naturgegebenen Lebensentwurfs, die Gewinnquelle. Zerstöre die liebevolle Lebensweise der Menschen, mache sie zu einsamen, kaufsüchtigen Singles, dann shoppen sie am meisten und werden shoppingsüchtig und kaufsüchtig und konsumsüchtig. Und dann kannst du am meisten verkaufen. Das ist die Grundlinie des Kapitalismus. Und die neue Grundlinie der Scientists for Future 2, Belohnungen nur noch für Gesundheitsförderung, bewiesene Gesundheitsförderung und bewiesene Verbesserung der Wohlfühlnoten jedes einzelnen Kunden oder Bürgers, dann richtet sich sozusagen die Gesellschaft darauf aus, den Menschen wieder das zu gönnen, was bei ihnen die größten Glücksgefühle ausübt. Das heißt, damit würde die Gesellschaft wieder erlauben, dass die genetisch gewachsenen Lustmöglichkeiten der Menschheit und der einzelnen Menschen befriedigt werden dürfen. Und das würde dann bedeuten minimale Konsumsucht, nämlich völliger Rückgang der Konsumsucht, der Kaufsucht und der Shoppingsucht. Das würde ein Degrowth bedeuten am Ende, der aber allen gut tut und alle insgesamt reicher hinterlässt, denn dieses sinnlose Konsumieren bedeutet ja auch eine unendliche Verschwendung und diese Verschwendung würde ja auch aufhören und am Ende wären zwar alle Menschen reicher, würden aber viel weniger konsumieren als vorher. Aber wie gesagt, kein Scientist for Future 2 würde jemals der Menschheit etwas vorschreiben. Er würde nur sagen, lasst uns doch einmal
das Gute tun, belohnen. Und jetzt kommt der Revolutionär und sagt, nein, wir müssen als Zwischenstrategie Böses tun. Wir müssen Menschen ermorden, wir müssen Reiche umbringen, wir müssen mit Gewalt, wir müssen Autofahrer blockieren, wir müssen sie vielleicht sogar aus ihren SUVs zerren, wir müssen uns unseren Willen anderen Menschen aufzwängen, indem wir Verkehrsblockaden machen, indem wir alle möglichen Aktionen machen, die andere Menschen behindern und sie angeblich zum Nachdenken bringen, aber einfach erst einmal nur nötigen. Also das heißt, die Strategie der Revolution heißt Böses tun und erhoffen, dass das Gute am Ende rauskommt. Und da liegt der entscheidende Denkfehler. Also die Scientists for Future 2 sagen, ja, wenn ich den Urkommunismus haben will, den urmatriarchalen Urkommunismus und die ideale Gesellschaft, egal ob die dann vielleicht doch nicht eher dem Urkommunismus ähnelt, sondern dann halt anders ist. Manche Leute wollen, dass die ideale Gesellschaft am Ende doch mit der kapitalistischen Kleinfamilie abläuft, ja, wenn die Genetik der Menschen so ist, dass sie das wirklich dann langfristig so wollen und sich damit wirklich maximal glücklich fühlen, gerne. Also kein Wissenschaftler würde irgendwie, ein Wissenschaftler würde immer sagen, unsere DNS ist unser Gebot. Wir können unsere DNS nicht ändern und wenn die DNS kapitalistische bürgerliche Kleinfamilie fordert als Glücksquelle, dann wird die sich von selber herstellen unter idealen Bedingungen. Und wenn die ideale Gesellschaft eine Gruppenehe ist, eine kommunistische Gruppenehe mit liebevollen Beziehungen in der Gruppe dann ist eben das unser Genbestand. Und kein Wissenschaftler, der Scientist for Future 2, würde jemals jemandem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Also das heißt, ja, hier kann man auch nochmal darüber nachlesen, was so die unterschiedlichen Überlegungen sind. Böses tun auf dem Weg zum Guten als Strategie oder bei jedem Schritt gleich das Gute tun. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass die Scientists for Future 2 sagen, jeder einzelne Schritt auf dem Weg zur idealen Gesellschaft, eventuell urkommunistischen Gesellschaft sozusagen, muss durch Gutes tun gekennzeichnet sein. Er muss Liebe von der Liebe, die am Ende stehen soll, muss jede einzelne Reform getragen sein. Sie muss also ja, beginnen damit, dass der Arzt zum Beispiel belohnt wird, wenn er liebevoll mit Gesundheitskommunen und damit einer Vorstufe des späteren Kommunismus sozusagen mit kostenlosen Gesundheitsclubs und Gesundheitskommunen sozusagen die Gesundheit der Menschen und das Wohlbefinden und die Wohlfühlnoten der Menschen bestmöglich fördert mit einer liebevollen, freundschaftlichen Gesundheitsbegleitung sozusagen, dann entsteht eben auch Gutes sozusagen. Und die Revolution mit ihrem, die gewaltsame Revolution mit all ihren bösen Taten wird am Ende mit größter Wahrscheinlichkeit in den Revolutionswirren aggressive, bösartige, diktatorische, verhaltensgestörte Menschen nach oben spülen. Und diese Menschen werden dann Schwierigkeiten haben, eine gute, ideale, urkommunistische, urdemokratische Gesellschaft überhaupt zu erlauben, basisdemokratische und so weiter, weil ihre diktatorische Mentalität, andere Menschen bevormunden zu wollen, andere Menschen unter Druck setzen zu wollen, anderen Menschen ihren Willen aufzwingen, das landet eben bei Stalin, das landet bei Mao, das landet bei Honecker und so weiter. Und damit landen wir immer wieder auf der falschen Seite. Und dann letzter Gedanke vielleicht dazu, die Leute sind sich auch gar nicht klar, wenn dann manche sagen, ja Revolution, ja aber auch irgendwie doch vielleicht friedliche Revolution, ja,
Ich kenne keine friedliche Revolution, die hin zum Urkommunismus geführt hätte, sondern ich kenne nur die friedliche Revolution der DDR und Russlands, die zum Kapitalismus geführt hat. Also die quasi, wo die Konsumsucht und der Konsumneid und die Gier der Menschen auf auch konsumieren wollen, quasi hin zum Teufelswerk des Kapitalismus geführt hat. Und gewaltsame Revolutionen, also waren bis jetzt immer Versuche, weg vom Kapitalismus zu kommen. Also die friedliche, alles enteignende Revolution hat es ja in der DDR nicht gegeben, sondern es wurde ja Privateigentum wieder eingeschafft. Also es war eine Revolution hin zum Kapitalismus und nicht hin zum Kommunismus, zum echten Kommunismus. Was viele vielleicht gewollt hätten, aber offensichtlich war die Masseströmung, wollte an die glitzernden Konsumsuchtgüter des Westens ran. Und alle bitte noch einmal überlegen. Liebe Fridays for Future, liebe Greta Thunberg, die Scientists for Future 2 bieten die revolutionären Reformen, den sanften Weg der sanften Zwischenschritte zur idealen Gesellschaft, wie auch immer das dann der Genbestand der Menschheit fordern wird. Ja? Aber die gewaltsame Revolution bedeutet nichts anderes, als dass es sich um böse Taten handelt, und die Scientists for Future 2 stehen sofort zur Verfügung, wenn es darum geht, durch gute Reformen und gutes Tun, Belohnung von gutem Tun, 900 Milliarden fürs Klima freizuschaufeln als Verhandlungsbasis und dann eben sozusagen einen Evolutionsprozesse auszulösen, die bei der idealen Gesellschaft enden, bei der sich der Genbestand jedes einzelnen Menschen wieder Geltung verschaffen wird und nicht vom Kapitalismus sozusagen unterdrückt wird wie bisher. Ja? Also bitte stellt eine Kooperation her, koaliert mit den Scientists for Future 2. Tschüssi, bis bald.